Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir haben bereits den letzten Donnerstag im Juli erreicht. Wahnsinnig, wo die Zeit nur so hingeht. Und der letzte Donnerstag im Monat gehört ja immer unserem Hörgenuss. Und ihr findet die Playlist und alle regelmäßig teilnehmenden Booktuberinnen unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, da findet ihr unterschiedlichste Titel von Hörbüchern über Hörspiele, über YouTube-Kanäle und Podcasts, Buchreihen, die vorgestellt werden. Also schaut gerne mal unseren Hörgenuss. Natürlich ist ein Hörgenuss nicht immer nur etwas zum Hören, also ein Hörbuch, sondern es ist ja in der Regel ein Buch, was im Grunde einfach vertont wurde, was natürlich dann auch von jedem von euch gelesen werden kann, wenn er denn möchte. Und dementsprechend ist es natürlich nicht nur eine Hörempfehlung, sondern eben auch eine Buchempfehlung. Auch mein Buch habe ich sowohl als echtes Buch hier, als eben auch als Hörbuch. So habe ich es dann auch gehört. Und zwar zeige ich kurz das echte Buch. Es ist Pfoten vom Tisch von Harpe Kerkeling. Und ich habe mich sehr über das echte Buch vom Piper Verlag gefreut, was mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde, zusammen mit einer richtig schönen Goodiebag, sag ich mal, für alle Katzen, Freunde sozusagen, perfekt. Und ich habe mich aber dann dazu entschlossen, das Hörbuch zu hören, was eben Harpe auch selbst spricht, habe aber einige Markierungen im echten Buch vorgenommen. Ich blende euch nun das Hörbuch ein und Harpe Kerkeling, ich liebe ihn. Ich habe früher unglaublich viel seiner Comedians, Filme, Sachen, Stücke angesehen und bin schon lange, lange großer Fan von seiner Art, auch Dinge zu erzählen. Ich habe auch seine Bücher soweit gelesen. Ich glaube, eins fehlt, das ist das mit Horst Schlemmer, glaube ich. Aber ich bin da mal weg von ihm, mehrfach gehört, mehrfach gelesen, auch Der Junge muss an die frische Luft gehört und gelesen und habe mich jetzt sehr gefreut, dass wir hier ein Buch für uns Tierliebhaber, Katzenliebhaber direkt für uns sozusagen bekommen. Seit seiner Kindheit ist Harpe Kerkeling ein großer Katzenfan, hatte zwischendurch zwar auch mal einen Hund, aber das war irgendwie nicht das Gleiche. Und er erzählt uns hier wieder seine Lebensgeschichte. Er geht zurück in die Kindheit, erzählt uns seine Zeit bei den Großeltern, wie es da so abgelaufen ist, wie es ihm dann eben auch mit den Katzen so ergangen ist, wie er zu seinen ersten Katzen gekommen ist, wie er ja auch, wenn er im Grunde unterwegs ist, wie da sich um die Katzen gekümmert wird, wie er auch oft vor Ort in Urlauben auf Katzen stößt, wie er diese pflegt, wie im Grunde diese Liebe relativ schnell bei ihm auch überspringt, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und dieses Buch ist eben eine Mischung aus Lebensgeschichte von ihm selbst, eben immer in Bezug auf Begegnungen mit Katzen oder auch mit Erfahrungen, die er gemacht hat. Er gibt aber auch Tipps, wie eine Art Ratgeber, wie man mit Katzen umgeht, was das Besondere ist, worauf man achten sollte. Und er gibt eben auch Hinweise, was passiert, wenn ihr euch eine Katze holt, auf was ist auch da zu achten. Er geht auch auf die verschiedensten Rassen so ein bisschen ein, welche Unterschiede es da gibt. Gibt da auch so eine Art Tierrassenkunde und erklärt eben so ein bisschen die Feinheiten, die es gibt. Und das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Katzencharaktere sind alle anders, aber es gibt immer so eine gewisse Tendenz, in welche Richtung manche Katzenrasse sozusagen geht. Ich habe das Hörbuch sehr, sehr genossen, weil er es wieder in einer wunderbaren Art spricht, weil er uns mitnimmt, weil er Emotionen hineinbringt, weil er uns wirklich einfach ganz nah bei sich hält. Er auch, wie er die Geschichte erzählt, sei es auch von der Geschichte der Katze, als sie eben noch vergöttert wurde im alten Ägypten und Ähnlichem eben bis zur Jetztzeit, wie es auch mit Straßenkatzen so beschert ist. Und erzählt uns aus seinem Leben und eben einfach Dinge, die er da mitgenommen hat, die ihn gestärkt haben, die ihn begeistert haben. Und das spürt man in jeder Zeile, in jeder Vertonung. Und das macht er einfach unglaublich gut. Jetzt ist es natürlich so, ich wurde auch schon gefragt, ist das Buch wirklich eher nur was für Katzenliebhaber? Kann man das auch einfach so lesen? Also ich per se würde sagen, dieses Buch kann jeder lesen, der irgendwie ein Herz hat, was für Tiere schlägt. Dabei ist es egal, ob man Katzenmensch ist oder ein Hundemensch oder lieber Pferde mag oder Hamster. Schlangen, total egal. Ich glaube, wenn man das Herz hat, das eben für Tiere schlägt, oder auch für Harpe schlägt, dass man dann wirklich dieses Buch hören oder lesen kann. Weil es einfach ganz viel Gefühl in einen hervorbringt. Es gibt komische Momente, es gibt aber auch traurige Szenen. Und es war wirklich von Lachen bis Weinen alles dabei. Und wenn man eben selbst schon auch mal erlebt hat, wie es ist, geliebt zu werden von einer Katze und diese Liebe in beide Richtungen geht und gleichzeitig eben auch, wie es dann eben ist, das Tier bis zum Ende zu begleiten, dass das eben auch nicht sehr einfach ist, der wird hier einfach in allen Emotionen auch abgeholt. Das
muss ich ganz klar sagen, ich habe Taschentücher gebraucht, sowohl weil ich Lachtränen als auch eher traurige Tränen hatte. Aber das gehört eben einfach, finde ich, zu einem Leben dazu, wenn man es mit Tieren eben lebt und dass man eben versucht, alles bis zum Ende irgendwie zu probieren und dabei zu sein. Und das macht er wirklich hier hervorragend. Er hat viele komische Momente, die er uns erzählt, Erfahrungen, die er gemacht hat, auf Dinge, die ihn dann auch hingewiesen wurden, die er vielleicht verändert hat, was er heute anders macht als noch vor 30 Jahren. Natürlich hat auch er mit den Katzen, so unterschiedlich sie waren, immer was gelernt und mitgenommen. Und das finde ich tatsächlich ganz besonders und großartig. Und Harpe schafft es eben immer wieder, ganz viel in einem auszulösen, zum Nachdenken zu bringen und eben auch einfach so diese Ebene, man findet sich darin wieder. Also ich habe mich als Katzenbesitzer, die Frage ist immer, wer besitzt wem, sehr oft wiedererkannt. Also sei es, wie mit den Katzen gesprochen wird, dass sich verabschiedet wird, dass gute Nacht gesagt wird, dass man irgendwie Katzen einlädt, wenn es denn gerade Fressen gibt und sie noch nicht da sind, waren so viele Dinge, die einem auch durch den Kopf gehen, die er dann auch einfach gegenüber uns Menschen spiegelt. Ich fand das großartig und viele der Momente, die Harpe beschrieben hat und mit seinen Katzen erlebt hat, die ja, kann ich tatsächlich auch so wiedergeben und sagen, ja, Katzen sind eben oft komisch, Katzen sind oftmals einfach unterhaltsam, aber ganz oft eben einfach liebenswert und kuschelig und ja, das ist einfach eine Bandbreite an Gefühlen, die man eben mit Katzen und auch durchaus mit anderen Tieren hat, ob jetzt eine Schlange so kuschelig ist, vielleicht jetzt dahingestellt, so von der Haptik, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Aber ich glaube einfach, jeder kann dieses Buch lesen, der sich darauf einlassen möchte, hier eben einen Mann zu begleiten, der eben tatsächlich einfach Katzen liebt, in der unterschiedlichsten Form auch von denen zurückgeliebt wird und wie er das eben einfach so ein bisschen ja, empfindet und eben niedergeschrieben hat. Im Buch selbst finden wir weit vorne auch ein paar Bilder von seinen Katzen und ihm. Da kann man also auch durchaus, wenn man das echte Buch zur Hand hat, einfach mal hereinschauen und erfährt dann eben auch, wer diese Katzen auf den Bildern sind, wie die mit ihm zusammenleben, zusammenstehen. Und da kann man auf jeden Fall sich auch mal ein Bild der wunderbaren Tiger machen und das fand ich auch richtig, richtig schön. Besonders schön finde ich einen Satz oder einen Merker, der da heißt, behandeln Sie Ihr Haustier am besten so, dass Sie im nächsten Leben ohne Probleme auch mit vertauschten Rollen klarkommen. You never know. Hier bezieht er sich eben auf den Buddhismus, auf die Reinkarnation und sagt sich, ja, vielleicht ist irgendwann mal, sind wir das Haustier und unser Haustier vielleicht der Mensch, weil Katzen natürlich per se auch immer oft gesagt wird, dass sie schon im Grunde weiter sind als wir Menschen, weil sie eben diese pure Entspannung eben schon oft haben und dass ihnen das Leben auch irgendwie egal ist. Auch in einem anderen Satz nimmt er Bezug auf den Buddhismus und sagt, dass man seine Katze immer als den buddhistischen Meister betrachten sollte, denn das höhere Wesen, welches sie ja schon von Natur aus ist, zwingt sie dazu, Nerven und Anstand zu bewahren. Und da muss ich ihm auch absolut recht geben, man ist mit einer Katze immer sofort im Hier und Jetzt und wenn eine Katze dann auch noch schnurrt, ja, mehr Meditation und Entspannung braucht man nicht. Es gibt auch im hinteren Teil eine Art Test, wo so ein bisschen geprüft wird, wie intelligent ist die Katze. Das ist natürlich nicht ganz so ernst zu nehmen. Und sehr lustig fand ich dann so mittendrin den Hinweis, vergessen Sie bitte nicht, eine Katze kann natürlich auch immer nur so klug wie ihr Halter sein. Ob ich diesen Test mit meinen Katzen gemacht habe, ich bitte Sie, was für eine Frage. Ja, ich habe den Test nur so bedingt mal gemacht. Ich glaube, dass meine Katzen da, ich glaube, so ein bisschen erhaben über diesen Test sind. Auch sehr schön fand ich zu den Ratgebern und Tipps, dass es zum Beispiel hier auch eine Katzenmassage gibt, auch den Hinweis auf Reiki gibt. Und eine liebe Freundin von mir hat hier eine Reiki-Ausbildung gemacht. Da habe ich jetzt schon ein bisschen reingehört. Vielleicht tatsächlich mein Thema, was mich auch noch weiterführend beschäftigt. Ich fand das Buch großartig. Es ist definitiv ein Jahreslebenshighlight. Es wird jetzt mit den anderen Harpe-Büchern auf jeden Fall einen wunderbaren Platz in meinem Herzen und in meinem Regal bekommen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, jeden ans Herz legen und wünsche da eine wunderbare Hörzeit. Das sollte man sich, glaube ich, tatsächlich gönnen, wenn Harpe selbst eben liest und die das dann im Grunde auch wirklich genießen. Ansonsten
eben auch das echte Buch, was auch natürlich absolut empfehlenswert ist und eben auch mit den wunderbaren Bildern und so noch daherkommt und ja auch wirklich mit einer tollen Haptik und ja, ein Hörgenuss der besonderen Art und ich bin jetzt sehr gespannt, was es bei den anderen auf den Kanälen jetzt so gibt. Alle Mädels unten in der Infobox und auch die Playlist, schaut da also gerne mal vorbei und ich freue mich jetzt auf einen Nachmittag voller toller Hörgenüsse und ja, bin da sehr, sehr gespannt. Danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.